Was geht ab, meine Wunschkinder? Ich melde mich zurück mit eurem Lieblingsformat und somit mit zwei neuen Operator-Ideen für Rainbow Six Siege. Ein neuer Attacker und ein neuer Defender. Ja, auch wenn wir immer nur ein Operator pro Season bekommen, will ich dennoch dieses Format mit zwei Ideen weiterführen. Ich freue mich riesig auf dieses Video, sogar während ich gerade dieses Skript hierfür schreibe. Deswegen fackeln wir nicht mehr lange rum und beginnen mit einer neuen Season. Meine neuen Operator kommen mit dem Season-Namen Final Spark. Final Spark kommt mit zwei Operatoren aus Kalis Privateinheit Nighthaven, die darauf spezialisiert sind, chemisch, biologisch, radiologisch und nukleare Angriffe zu vereiteln und aufzuspüren, bevor sie Schaden anrichten können. Aber ich weiß, ihr wollt wissen, was die Operator können, deswegen beginnen wir direkt mit dem ersten Operator und kommen zu dem Attacker namens Prophet. Prophet ist ein Two-Speed, Two-Armor Operator, aber ihr kennt den Braten. Bevor wir über seine Fähigkeit reden, kommen wir erst zu seinem Loadout. Auch hier habe ich ein wenig was verändert, was Waffen angeht. Als erste Primärwaffe hat Prophet die AR-15 von Maverick. Auch wenn viele kaum ARs spielen, ist das eine optionale Waffe, weil er einen Support erfüllt in der Attack und kaum eine Rolle als Fragger übernimmt. Die zweite Primärwaffe wäre die K1A von Vigil, aber dafür mit einem 1.5er Visier. Mir juckt es so abnormal in den Fingern zu wissen, wie sich die K1A mit 1.5er anfühlt. Als Sekundärwaffe die USP-40 oder das GON 6. Auch wenn ich das GON 6 nicht mag, finde ich, es passt absolut perfekt zu seiner Fähigkeit. Als Sekundär-Gadget hat er Flashes, die auch perfekt zu seinem Gadget passen, genau wie das Heartbreach-Gadget. Jetzt stellt ihr euch die Frage, Junge, was macht er denn jetzt als Fähigkeit? Okay, passt auf, Leute. Wir haben jetzt Operator-Äquivalente, wie zum Beispiel Floris oder eine Kali, die einen Thatcher-Ersatz bringen. Oder Kaid, der ein Bennett-Äquivalent ist. Dann habe ich mir mal IQ angeguckt und gemerkt, dass es gar kein Äquivalent für sie gibt. Also Prophet ist ein IQ-Ersatz und seine Fähigkeit ist das Scan-Protokoll. Er funktioniert folgendermaßen. Sagen wir, ihr steht vor dem TV-Breach auf Clubhouse. Dann schmeißt ihr wie Thatcher ein Scan-Protokoll vor die Wand. Während er sein Scan-Protokoll wirft, aktiviert sich eine Brille, wie man es bei Ying kennt. Das Protokoll detoniert und es wird jedes Gadget in einem bestimmten Radius markiert. Gadgets sind wie bei IQ nur für Prophet selber zu sehen und nicht für das ganze Team. Er muss, wenn er sein Team Bescheid geben will, die Gadgets markieren. So kann man zum Beispiel Kaids Krallen spotten, die oft sehr schwer zu finden sind. Prophet ist auch gut, bevor man pusht. Er schmeißt sein Scan-Protokoll und er weiß, wo sich eine Grismod von Ella befindet, eine Goo von Legion, ein Banshee oder sogar ein Pre-Placed C4. Man würde halt auch nicht mehr blind in 20 Fallen laufen, wenn man vorher weiß, wo diese sind. Deswegen auch das GON 6. Wenn man sein Scan-Protokoll wirft und sieht, wo sich ein Evil Eye versteckt oder eine Bulletproof Cam, kann man direkt sein GON 6 rausholen und dieses dann zerstören. Die Scan-Reichweite von IQ ist höher als die von Prophet. IQ kann auch Operator tracken, wie zum Beispiel Vigil oder Puls. IQs Gadget ist unbegrenzt nutzbar und Prophet hat drei Scan-Protokolle, die hinzu auch noch von Jäger, Wamai und Aruni gekontert werden können. Und der wohl größte Vorteil wäre, dass IQ viel besser Valkyrie kontert. Valkcams, die outside sind, kann IQ sehr gut suchen, denn ich denke nicht, dass man als Prophet draußen steht und auf gut Glück überall Protokolle hinschmeißt, in der Hoffnung, sie zufällig zu finden. Vorteile von Prophet sind, dass er schnell agieren kann, werfen und er ist sofort wieder schussbereit. Es werden viele Gadgets gleichzeitig gescannt, um so schnell an Infos zu kommen. Wenn Prophet so rauskommen würde, könnte man auch Echos Drohnen gerne wieder unsichtbar machen. Kommen wir zum Defender oder eher zur Defenderin namens Glaive. Glaive ist ein 3-Speed-Operator. Und auch bei ihr reden wir erst über das Loadout. Glaive hat als erste Primärwaffe die MX4 von Alibi und als zweite die Spaß 15 von Cavera. Als Sekundärwaffe die Moisog vom FBI und als Sekundär-Gadget Contacts oder ein C4. Auch hier sind die Gadgets gezielt gewählt und nicht einfach random reingeschmissen. Ich erkläre euch gleich, was ich damit meine. Wir haben zwar mit Aruni mehr oder weniger ein Äquivalent für Jäger und Wamai bekommen, aber Glaive ist nochmal etwas anderes. Glaive hat mit Jäger zusammengearbeitet und sie haben das ADS mobil gemacht und sie hat ein Mobile Active Self-Defense System. Das funktioniert wie folgt. Das Gadget ist an ihrem Körper befestigt und kann bei Bedarf aktiviert werden. Bei Aktivierung ist das System für 5 Sekunden aktiviert und kann in diesen 5 Sekunden nur ein einziges Projektil abwehren. Darunter zählen Granaten, Flashes, Smokes, die Sprengkörper von Ash und Kali und die Stunts von Sophia. Der Aktivierungsradius von Glaive ist nämlich höher als der Aktivierungsradius der Concussion von Sophia. Bedeutet, dass die Concussion niemals an Glaive herankommen kann, wenn sie ihr Gadget aktiviert hat.
Auch die Cluster Charge von Fuse und die Candelas von Ying werden abgefangen. Bei Ying aber nur die Candela selber und nicht die kleinen Pellets, die herauskommen. Capitao, Gridlock, Zero und Ace werden nicht abgewehrt. Wenn ein Projektil von Glaive abgewehrt wird, leert sich die Aufladung komplett und muss auch komplett wieder aufgeladen werden, um nochmal aktiviert werden zu können. Beispiel. Ein Projektil wird abgewehrt. Das Gadget ist leer, braucht 10 Sekunden wieder zum Aufladen und dann kann es erst wieder aktiviert werden und nochmal ein Projektil abwehren. Sie bekommt keinen Schild, weil das viel zu stark wäre in Kombination mit ihrer Fähigkeit. Ein Operator sollte niemals seine eigene Utility schützen können, deswegen wurde auch von Wamai das Schild weggenommen. Der Sinn hinter Glaive ist eine Allrounder-Rolle. Sie kann Onsite spielen, um die Bombsite stark zu verteidigen oder als Roamer agieren, um schwer genadet zu werden, wenn sie ausgedroht wird. Deswegen hat sie auch die Auswahl zwischen C4 und Context. Das C4 fürs Ankern und die Context für Rotations beim Roamen. Wir haben auch so viele reworked Maps und man merkt, dass die Community gerne nochmal eine neue Map haben würde. Kann ich verstehen und ich würde das auch so unterzeichnen. Mir geht seit Jahren die Idee einer Office-Map nicht mehr aus dem Kopf. Sehr clean gehalten und einfach zu lernen. Konsulat kommt ja irgendwie an eine Office-Map heran, ist aber halt ein Konsulat und nicht wirklich ein Office. Ich schaue mal, ob ich endlich mal mein Ziel verfolgen kann und eine eigene Map baue. Dazu muss ich mir aber erstmal Kenntnisse in der CryEngine oder Unreal Engine aneignen. Das Video hat mal wieder richtig Spaß gemacht. Instagram und mein Merch sind natürlich in der Beschreibung verlinkt. Wir sehen uns in den Kommentaren. Euer Jericho5.